und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Name ist Steffi Nitzborn und ich bin unabhängig Stampin'Up-Demonstratorin und möchte euch heute in einem Video zeigen, wie man mit diesen beiden Stanzen einen Rahmen hinbekommt. Das sind die Hegel-Bordüren-Stanzen, einmal als Bordüre und dann einmal das als Eckstück. Und es fragen ja immer viel, wie man am besten halt diesen Rahmen hinbekommt, was für Größen man vorher zuschneiden muss und wie auch immer. Bei mir gibt es jetzt keine festen Größen. Ich mache das alles so Pi mal Daumen, bin dadurch halt dann auch etwas unabhängiger. Ich habe jetzt mal hier ein Stück Papier vorbereitet, welches ich dann unterlegen will mit so einem Rahmen. Das Papier ist jetzt 10 mal 5 cm groß. Ihr müsst, also so wie ich es halt immer mache, damit auch rechnen, dass man vielleicht noch ein paar Millimeter am Schluss wegschneiden muss, damit es halt etwas passt. Wie gesagt, bei mir ist alles Pi mal Daumen. Zumindest ist es dann für mich so, dass es halt dann immer funktioniert und ich mich dann eben an keine Größen halten muss. Dann habe ich hier ein Stück Wildleder. Ich sehe aber gerade, dass das schief ist. Schnell noch nachschneiden. Lieber immer ein bisschen größer als, also schon ungefähr die Form muss das haben, aber es soll halt im Gesamten lieber größer sein als dann am Ende zu klein. Und dann heißt es einfach nur probieren. Ich fange jetzt immer an mit der Ecke. Das Schöne ist bei den Stanzen, die haben zwar hier so eine Schiene, links und rechts. Das heißt, das Papier, wenn man das einführt, bleibt das in der Ecke und kann halt nicht hin und her rutschen. Da aber diese Eckschiene nicht bis oben ist, kann ich das Papier auch so doch schief und schräg einsetzen. Das ist halt manchmal ganz gut, wenn man halt jetzt nicht gerade um die Ecke stanzen muss. Also, ich lege erst die Ecke ein, stanze zumindest dann die erste Ecke vor. Bei der ist halt ganz gut, wenn er dann halt die Stanze so mit der unteren Seite zu euch zeigt, so könnt ihr das dann besser positionieren. So, jetzt haben wir halt die Ecke. Jetzt nehme ich dann die Bordürenstanze, entsichern. Und jetzt hat die ja hier unten dieses Silberne, was da so glänzt. Darauf muss jetzt das Papier drauf und bündig sein. Und wenn das dann hinhaut, kann ich, weiß ich, ich bin halt auf der richtigen, hab den richtigen Abstand. So, und da stanze ich jetzt bis runter erstmal und mache das Ganze jetzt hier auch noch weiter. Einfach wieder auf das Silberne hier drüben anlegen, sieht man da. Ich muss nur ein bisschen zu mir zeigen, damit es auch gerade wird. So. Jetzt kommt das, dass ich einfach dann mein Blatt auflege. So ungefähr. Sollte es dann am Ende auch auf der anderen Seite sein. Das heißt, ich überlege mir jetzt, bei welcher Schlaufe ich dann wieder die Eckstanze ansetze. Das heißt, das ist etwas, also ihr solltet vorher mit einem Schmierpapier üben, um zu wissen, wo ihr das dann, wenn ihr das dann da anlegt, was dann hinterher passiert, das ist halt wichtig. Das heißt, wenn ich jetzt die Ecke, das heißt, hier hört es auf und die Schlaufe wird dann diese Ecke sein. So, also diese Rundung. Das heißt, ich habe dann, wie man dann hier sehen kann, keinen Rand. Wenn ich das jetzt so auflege, dann habe ich ja hier noch so einen kleinen Rand. Das wird aber am Ende dann so sein, dass ich keinen Rand habe, sondern nur diese Schlaufen zu sehen sind. Das
ist leider dann anders nicht möglich. Am besten, na, zeige ich euch. So, und jetzt, ich weiß nicht, wie man das sehen kann. Moment, ich zoome mal rein. So, hätte ich vielleicht ein weißes Papier nehmen sollen, oder? Naja, schauen wir mal. Also, die zweite Schlaufe wird jetzt hier diese Eckschlaufe und dann geht das hier drüben ja weiter. Und hier kann man dann wunderbar durchschauen, ungefähr. Müsste halt dann wirklich genau hinschauen, umschieben und probieren. Das heißt, jetzt liegt es plan. Hier ist jetzt nichts, also es ist jetzt genau aufgelegt und das stanzt man jetzt weg. So, ist schon passiert. So, jetzt sieht das Papier halt so aus. Gehen wir wieder raus. So, und damit ich jetzt hier weiter stanzen kann, schneiden wir das jetzt weg. Das Gute ist, durch die Stanze weiß ich dann auch ungefähr wo. Denn genau hier an der Kante, das schneide ich dann weg. Jetzt legt man das hier rein. So. Also ist genau das an der Kante. Ist dann Müll. So, und dann kann ich jetzt wieder anlegen an meinen Bordürenstanzer. Jetzt muss ich wieder hochnehmen. Das passt jetzt hier hinten natürlich nicht mehr. Also ich kann es jetzt nicht mehr hinten anlegen, weil ich dadurch, dass ich es jetzt nochmal händisch nochmal weggeschnitten habe, passt das nun immer. Und deswegen müssen wir uns jetzt auf diese Ecke hier vorne verlassen. Und ungefähr, dass wir dann gerade stanzt. Ich hoffe, es klappt. Du kennst ja das mit dem Fuffi-Effekt, ne? So, dann mache ich jetzt auch gleich bis durch. So. Also manchmal muss man noch ein bisschen nachschneiden. So, jetzt haben wir den Rahmen. Jetzt legen wir nochmal das Papier auf. So ungefähr wird es dann am Ende werden. Jetzt müssen wir das noch oben wegschneiden. Das heißt, ich gucke jetzt wieder, wo jetzt die Schlaufe ist. Mein Papier mit der 10 cm Länge ist ein bisschen zu lang gewesen. Das heißt, ich habe jetzt hier 3 mm gekürzt. So dass es dann wieder mit der Schlaufe übereinpasst, dass das halt kein Rand zu sehen ist, sondern nur die Schlaufen. Jetzt muss ich wieder gucken, welche Schlaufe das war. Es war wieder die zweite. Das heißt, die zweite Schlaufe, die wird jetzt wieder hier an die Eck, an das Eck gelegt, eingefädelt. So. Jetzt steht das ja wieder über. Ich schneide das gleich mit der Hand weg. So. Und jetzt lege ich das nur noch hier an. Und eigentlich müsste es dann, zumindest war es vorhin bei dem Probestanzen, müsste es dann hinten sogar ausgehen, dass ich nicht nochmal über Eck stanzen muss. Nee, natürlich nicht. Ihr seht, also es ist nicht immer hundertprozentig. Mein voriger Versuch war so. Nee. So. Da war hier. Da hat es geklappt zumindest. Da ist zwar die Ecke etwas. Mei, entweder klebt man dann was drüber. Hier passt es nur leider nicht, weil es jetzt hier ganz offen ist. Also es ist jetzt wirklich nicht das Ultimative und nur so funktioniert es.
für mich reicht es, also ich mache es immer so. Dann kann ich dann wunderbar das Papier aufkleben. So. Und dann passt das mit dem Rand perfekt. Ihr müsst dann halt schauen, wenn das Papier dann doch ein bisschen zu groß wie das ist, dann schneidet es halt den 2 mm Rand weg oder so, dass es dann ungefähr mittig passt. Dann machen wir gleich noch die Karte fertig, wenn ihr schon da seid. Wenn ihr dann mehrere machen müsst von einem, wisst ihr ja dann ungefähr, wie groß das dann sein wird, das Papier. Das heißt, ihr könnt es ja dann schon vorher schon so zurechtschneiden, dass ihr dann die fertigen Teile habt. Es kann schon mal passieren, dass dann halt Ausschuss dabei ist. Wenn ich dann... ich werde mal schauen. Es gibt eine Seite im Internet, die hat sich die Bloggerin die Maße mal aufgeschrieben. Das sind aber, ich meine, leider nur Inchmaße. Das heißt, was jetzt ja nicht so schlimm wäre, mit unserem Schneidbrett von Stampin' Up gibt es ja auch Inch. Also das ist jetzt, wäre jetzt nicht so schlimm, da die unter diese drunter halt dann in Inch auszumessen. Aber dann wärst du zumindest auf der ganz sicheren Seite. So mit meiner Methode bin ich halt recht flexibel. Ich kann mal längeres, also so ein Rechteck machen, mal noch länger machen, je nachdem wie ich es halt gerade brauche. So, und jetzt legen wir das auf meine Karte. Auf. Jetzt brauche ich noch den Rest. Was soll ich sonst noch erzählen? So, und jetzt machen wir noch die Blümchen drauf, was auch sonst. Das passt ja jetzt ideal zu dem Wetter. Wie in einem anderen Video schon erklärt, wenn ihr die kleinen Itty-Bitty-Blümchen nutzt, dann setzt mit dem Flüssigkleber auf dieses Bild den Klebepunkt. Da tut es euch einfacher, die Blumen zu positionieren, als wenn ihr dann jede einzelne erst in die Hand nehmt und da hinten einen Klecks drauf packt. Denn manchmal passiert es ja dann auch, dass da mehr rauskommt aus der Tube, als wie sollte. So, und dann setzt ihr die Blumen noch drauf. Und damit ist die Karte fertig. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas weiterhelfen mit den Häkelbordürenstanzen. Das ist halt etwas tricky, aber wenn man es halt ein paar Mal gemacht hat, dann klappt das schon. Wo ist denn jetzt das andere? Da. Also meine Versuche ohne die Kamera, wie ihr ja seht, haben ganz gut funktioniert. Bis auf das mit Kamera, das wo hier oben die Ecke noch offen ist, leider. Aber ansonsten, also das kann man trotzdem verwenden, dann klebt es halt so auf die Karte, dass er dann hier oben, dass er da eine Blume oder so ein Etikett drauf klebt und fertig. Also es ist ja jetzt nicht komplett verloren. Sollten irgendwelche Fragen dazu sein, meldet euch einfach im Blog unter YouTube-Kommentare oder wenn ihr auch sonst irgendwas dazu sagen wollt, schreibt es mir einfach. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend und ich hoffe, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!